Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Betreuungsrecht, Drucksache 19/5160 zu 5015/19. Berichterstatterin ist Frau Bächle-Scholz. Ich erteile Ihnen das Wort. Ich bin dann doch etwas kleiner. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss, Herr Präsident, meine Damen und Herren, empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP gegen die Stimme der LINKEN, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Danke, Frau Bächle-Scholz, für die Berichterstattung. Ich eröffne die Aussprache. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Und als Erstes hat sich Frau Klaff-Isselmann von der CDU zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jeder von uns kann in die Lage kommen, wichtige Angelegenheiten seines Lebens nicht mehr selbst regeln zu können, sei es durch einen Unfall, eine Krankheit, eine Behinderung oder aufgrund nachlassender geistiger Kräfte im Alter. Mit einer Vorsorgevollmacht, einer Betreuungsverfügung oder einer Patientenverfügung kann man – haben Sie jetzt fertig diskutiert? Danke schön. Kann man für solche Situationen auch vorsorgen. Man kann sicherstellen, dass bei eigener Hilflosigkeit die Angelegenheiten ausschließlich nach dem Willen des Vorsorgevollmachtgebers geregelt werden. In der ersten Lesung haben wir ausführlich darüber gesprochen, warum dieses Gesetz weiterhin notwendig ist. Es hilft den Menschen, es hilft jenen, die persönlich davon betroffen sind, es hilft auch ihren Angehörigen. Es schafft Rechtssicherheit und beugt unnötigen Sorgen vor, Sorgen, derer man sich in Zeiten einer außergewöhnlichen Belastung gerne auch schon vorher entledigt hätte. Vorausschauendes Handeln in diesem Zusammenhang nimmt den seelischen Druck und hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auch dann, wenn keine Vorsorgevollmacht vorliegt und man in die Situation kommt, dass man seine Angelegenheiten nicht mehr alleine regeln kann, greift das Gesetz. Denn in diesem Fall wird ein Betreuungsgericht eingeschaltet, welches einen Betreuer bestellt. Die Betreuerin oder der Betreuer hat sich im Rahmen des Möglichen an den Wünschen des betroffenen Menschen zu orientieren. Er oder sie soll die Betreuung so gestalten, dass sie sich an den jeweiligen Bedürfnissen und noch vorhandenen Fähigkeiten des Betroffenen anpasst. Die Rechte und die Eigenständigkeit der betroffenen Person werden durch das betreuungsgerichtliche Verfahren besonders berücksichtigt. Ich danke an dieser Stelle allen ehrenamtlichen und beruflich tätigen Betreuerinnen und Betreuern für ihre wertvolle Arbeit. Sie leisten einen wichtigen Dienst an unserer Gesellschaft. Hessen hat erstmals 1992 ein Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht erlassen, dies 2012 geändert, und nun steht dieses Gesetz nach Evaluation wieder zur Veränderung und Verlängerung an. Das Ausführungsgesetz regelt die Zuständigkeit der Betreuungsbehörden auf örtlicher Ebene und konkretisiert die überörtlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz. Dieses Ausführungsgesetz hat sich in der Praxis ausgesprochen bewährt. Es besteht daher wenig Handlungsbedarf. Redaktionelle Änderungen und zwei Änderungen in der Sache sind daher die Folge. Zum einen, ob der Betreuungsverein seinen Sitz in Hessen haben muss, zum anderen, dass das Merkmal der Gemeinnützigkeit im Sinne des Steuerrechts als weitere Voraussetzung für die Anerkennung als Betreuungsverein in Hessen aufgenommen wird. So soll sichergestellt werden, dass Betreuungsvereine keine ausschließlich wirtschaftlichen Ziele verfolgen.
Dies ist eine Bedingung, die allerdings bereits heute alle in Hessen anerkannten Betreuungsvereine bereits erfüllen. Der gesetzliche Rahmen ist also gestellt. Ich empfehle jeder Bürgerin und jedem Bürger, sich mit der Thematik zum Anfertigen von Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung auseinanderzusetzen. Ich bitte auch heute weiterhin um Ihre Zustimmung zu diesem Ausführungsgesetz. Herzlichen Dank. Danke, Frau Klaff-Isselmann. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Rock zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben ja schon in der, oder ich habe ja an dieser Stelle schon zur ersten Lesung gesagt, dass Betreuungsvereine eine sehr, sehr wichtige Funktion übernehmen, gerade in dem Bereich der Schulung, Gewinnung, aber auch einfach nur Ratgeber in einer Situation, in der vielleicht viele Bürgerinnen und Bürger sich in einem speziellen Moment überfordert fühlen. Wir haben in Hessen ein Netzwerk von Betreuungsvereinen, deren Finanzierung manchmal ein bisschen schwierig ist. Der Minister hat uns ja auch im Ausschuss gesagt, dass das die Landesregierung auch erkannt hat und dass sie dort noch nachsteuern wird und versuchen wird, die hauptamtliche Infrastruktur zur Unterstützung der Ehrenamtlichen, weil viele in den Betreuungsvereinen Tätige eben auch natürlich qualifizierte Berater sein müssen, dass das hier in dieser Haushaltsberatung eine gewisse Rolle spielen wird. Das finde ich gut. Das hat mich am Ende auch motiviert, diesem Gesetz zuzustimmen, obwohl die Frage, warum Betreuungsvereine die Menschen in Hessen unterstützen können, aber nicht in Hessen ihren Sitz haben, warum die jetzt in einem Gesetz extra ausgeschlossen werden müssen, das ist mir nicht direkt einleuchtend gewesen, weil es geht ja eigentlich darum, dass Hessinnen und Hessen eine Unterstützung bekommen, ob die jetzt von der anderen Mainseite kommt, war für mich an der Stelle zweitrangig. Aber da mir klar geworden ist, dass die Landesregierung, der Minister, aber auch hier das Plenum die Wichtigkeit dieser Einrichtung, dieser Unterstützung der Betreuungsvereine verbindet, kann man auch diese jetzt nicht übermächtigen Bedenken zurückstellen und so einen Gesetzentwurf hier einstimmig beschließen, weil uns diese Aufgabe, die Erfüllung der Aufgabe entsprechend wichtig ist. Von daher werden wir diesen Gesetzentwurf mittragen, mit dem kleinen Hinweis, dass uns diese Einschränkung nicht ganz einleuchtend ist. Ansonsten glaube ich, hat auch die Anhörung nichts ergeben, was den Hinweis geben würde, dass diesem Gesetz nicht zugestimmt werden könnte. Ich persönlich halte die Arbeit von Betreuungsvereinen für besonders wichtig und fördernswert und darum am Ende auch die Zustimmung für dieses Gesetz. Danke, Herr Rock. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Merz zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir hatten schon in der ersten Lesung angedeutet, dass gegen das Gesetz keine grundlegenden Einwände vorgebracht werden können. Es gab trotzdem ein paar Bedenken, die sich aus den Unterlagen zur Regierungsanhörung ergeben hatten. Denen sind wir in der Ausschussberatung auch nachgegangen. Es betraf für uns eine Anregung des Städtetages. Darauf ist erwidert worden, dass das, wobei ich muss sagen, ich finde das nicht wirklich gut nachvollziehbar, aber dass dagegen rechtliche Bedenken geltend gemacht worden sind. Das war auch nicht so bedeutend, dass man daraus jetzt eine Ablehnung ableiten könnte. Der zweite Punkt, den wir allerdings für etwas bedeutsamer finden, der aber in dem Kontext nicht wirklich einzubringen ist, ist die Frage der Finanzierung der Betreuungsvereine über die kommunalisierten Landesmittel. Insbesondere hat uns interessiert, ob die Erhöhung, die avisiert worden ist in der Gesetzesbegründung, über den Abschluss von Zielvereinbarungen auch eine Finanzierungsquelle dann für neue Betreuungsvereine oder für bisher noch nicht geförderte, muss ich genauer sagen, Betreuungsvereine möglich machen wird. Das ist bejaht worden. Darauf werden wir achten, darauf werden wir zurückkommen.
und sozusagen die grundsätzliche Frage der Finanzierung von sozialen Leistungen bzw. von sozialen Dienstleistungen, genauer gesagt über kommunalisierte Landesmittel, wird bei anderer Gelegenheit zu führen sein. Kurzum, ich habe mit meinem PGF gewettet, dass ich keine 2,5 Minuten brauche. Kurzum, es hat sich weder aus dem genauen Studium des Gesetzentwurfs noch aus den Gesprächen, die wir parallel zur Ausschussberatung geführt haben, noch aus der Ausschussberatung selber einen Grund gefunden, warum wir diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen könnten. Und deswegen tun wir es auch nicht. Genauer gesagt, wir werden ihm zustimmen. Danke schön. Danke, Herr Merz. Für DIE LINKE hat sich Frau Schott zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe nicht die Absicht, am Wettbewerb der kürzesten Rede teilzunehmen. Schon deshalb, das mag so sein, schon deshalb, weil wir doch noch einiges an Kritikpunkten an diesem Gesetz haben. Denn es gibt nach wie vor keinen Rechtsanspruch für die Betreuungsvereine auf Finanzierung. Hessen will zwar im Haushalt die Zuwendung erhöhen, was erfreulich ist und was wir durchaus begrüßen, ist aber immer noch von den Haushaltsberatungen abhängig. Und das ist eben nicht der Sache zuträglich. Entweder will man die ehrenamtliche Betreuung und die Vorsorgevollmachten fördern, um höhere Kosten durch die Berufsbetreuung zu verhindern. Dann muss man die Betreuungsvereine auch ordentlich fördern und finanzieren. Oder man lässt es, und dann zahlt man das Ganze eben aus dem Justizhaushalt. Da muss man sich entscheiden, aber da muss man hier auch Farbe bekennen. Ich möchte mich an der Stelle noch einmal ganz deutlich bei den Betreuungsvereinen für ihr hohes Engagement bedanken und bei all denen, die Betreuungen durchführen, insbesondere ehrenamtlich. Das ist eine äußerst verantwortungsvolle und oft nicht einfache Tätigkeit. Das kann sich sicher jeder gut vorstellen. Ich dachte eigentlich, es gäbe noch mehr Menschen im Haus, die das gerne tun würden. Ich habe mit dem ganzen Haus gesprochen. Und wenn Sie meinen, dass Sie den Betreuungsvereinen an der Stelle auch nicht Ihren Dank aussprechen wollen, dann nehme ich das zur Kenntnis. Ich spreche für meine Fraktion, und für diese bedanke ich mich bei den Menschen, die diese Arbeit machen. Wir leisten die Die Arbeit, die diese Menschen leisten, die kann einfach nicht genug wertgeschätzt werden. Und für eine Verbesserung der Querschnittsarbeit fordern die Wohlfahrtsverbände eine Bezuschussung der Betreuungsvereine durch die Erstattung von Kosten für ganze oder halbe Stellen. Es gibt derzeit 53 Betreuungsvereine. Diese würden dann durchschnittlich 18.000 € erhalten. Damit kann man aber keine halben qualifizierten Stellen fördern. Das reicht vielleicht für zwei Minijobs. Das passt aber nicht zu dem Aufgabengebiet, das sich hier darstellt. Hier braucht es Fachkräfte. Die Qualifizierung, Beratung und Begleitung der ehrenamtlichen Betreuerinnen ist eben eminent wichtig. Die Verrechtlichung und restriktive Handhabe der Sozialleistungsträger bei Menschen mit Erkrankungen und Behinderungen hat enorm zugenommen. Die ehrenamtlichen Betreuerinnen müssen in der Lage sein, die Ansprüche der Betreuten gut zu vertreten. Und es ist wichtig, ihnen gute Einstellungen und Hilfen an die Hand zu geben, sodass sie tatsächlich den Festlegungen des BGB in § 1901 entsprechen. Da wird die Aufgabe der Betreuerinnen deutlich festgelegt. Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen so zu gestalten. Ehe der Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt, bespricht er sie mit dem Betreuten, sofern dies dessen Wohl nicht zuwiderläuft. Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreuer dazu beizutragen, dass Möglichkeiten genutzt werden, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern. Das ist eine ganz große Aufgabe. Bei den Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen gibt es viele Unsicherheiten bei den Beteiligten. Hier ist eine gute Beratung unerlässlich. Dies gehört auch zur Querschnittsaufgabe der Betreuungsvereine, und sie müssen bei allen Angelegenheiten immer gut informiert sein und die neuesten Entwicklungen bezüglich der Gesetze und der Rechtsprechung kennen. Und das hat sich ja in den letzten Jahren häufig und sehr schnell verändert, was wir gestern noch als rechtlich ausstattungsvollständig ausgefüllt betrachtet haben, hat sich ja nach einigen Gerichtsurteilen dann wieder verändert. Deshalb muss hier auch ständig auf dem Laufenden gehalten werden, und daher muss auch die notwendige Beratung da sein. Und diese anspruchsvolle Arbeit können eben viele, die da Betreuung machen, nicht einfach mal ebenso neben beruflicher Tätigkeit her.
Und das ist die aktuelle Situation. Die Betreuungsvereine müssen mehr Betreuung beruflich führen, um die Querschnittsarbeit durchführen zu können. Das ist aber nicht in Ordnung und darf nicht sein. Deshalb ist die Landesregierung verpflichtet, die Vereine besser auszustatten. Und die Kommunalisierung der Mittel ist nicht geeignet, um den Anforderungen zu entsprechen. Nicht alle Betreuungsvereine erstrecken sich auf Kreise oder Stadtgrenzen. Es geht um eine Pflichtaufgabe, die im ganzen Land gleichermaßen geleistet werden muss und die sonst keine öffentliche Einrichtung macht. Es ist vollkommen richtig, wenn von Wohlfahrtsverbänden auf die Erweiterung der Aufgaben durch § 1908f BGB verwiesen wird. Wenn die Landesregierung jetzt behauptet, dass im Gesetz keine Vorgabe zur Quantität steht, dann ist es falsch. Alle Anfragen der Bevölkerung müssen in vertretbarem Zeitraum, also kurzfristig, weil meistens Eile und Not geboten ist, gründlich bearbeitet werden. Woher die Kommunen die zusätzlichen Mittel haben sollen, um die Betreuungsvereine zu fördern, bleibt zumindest bei den vielen Kommunen, die nicht ausgeglichene Haushalte haben, völlig unklar. Die meisten, die es geschafft haben, ihren Haushalt auszugleichen, haben schon alles gestrichen, was nur zu streichen ist. Sonst würde ihnen nämlich die Finanzaufsicht auf die Finger hauen. Der Betreuungsverein kann auch nicht entscheiden, ob er die Beratung macht oder nicht, da seine Anerkennung davon abhängig ist, dass er planmäßig über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen informiert. Und nicht zu vergessen ist die Aufgabe, ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer zu gewinnen. Und auch dies ist eine gesetzliche Aufgabe der Betreuungsvereine, und der müssen sie nachkommen. Wohlfahrtsverbände, Städtetag und Landkreis betont in der Anhörung die Notwendigkeit, die Bildung von regionalen Facharbeitskreisen ins Gesetz aufzunehmen, um Absprachen zu treffen und den Austausch zu gewährleisten. Die Praxis zeigt, dass nur wenn die Betreuungsbehörde bei der Kommune genügend Personal hat, diese Arbeitskreise dann auch tatsächlich stattfinden. Und ich finde es wichtig, denn das sind meist die einzigen kollegialen Ansprechpartner, die die Betreuerinnen und die Vereine haben. Und es muss gemeinsam mit Gerichten und Behörden dort etwas stattfinden, um die Interessen der Betreuten dort wirklich zur Geltung zu bringen. Und solange es noch keine verpflichtende Fortbildung von Betreuerinnen gibt, ist es auch eine ganz wichtige Funktion, dass hier darauf geachtet wird, dass die notwendige Qualifikation da ist. Das sind die Gründe, aus denen wir das Gesetz ablehnen. Und wir brauchen keine Befristungen, keine Überarbeitung von Gesetzen, wenn nicht die wirklichen Probleme, die da drin sind, dann auch angegangen werden. Das, was wir hier machen, sie dann aufrufen, um sie einfach zu verlängern, das ist nur Bürokratieaufwand, der das Parlament beschäftigt. Wenn, dann müssen wir auch inhaltlich hingucken, müssen die Dinge angehen, die da als Manko noch drin sind. Und im Gegenteil, wir sehen die Landesregierung in der Pflicht, genauer die Entwicklung von Betreuung in Hessen in den Blick zu nehmen. Denn der Ausschluss von Menschen mit Beeinträchtigungen durch das Wahlrecht wurde ja gerade erst bundesweit gerügt. Aber wenn in Hessen viel mehr Menschen als in anderen Bundesländern vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, weil sie eine Betreuung in allen Angelegenheiten haben, dann muss dies dringend überprüft werden. Wir überlegen sehr deutlich, ob wir dafür einen Gesetzentwurf vorbereiten, damit wir dieser Personengruppe auch ermöglichen, an Wahlen teilzunehmen. Sie sollten sich die Statistik dazu einmal angucken. Da kann man sagen, Hessen ist ganz vorne, was in dem Fall bedeutet, ganz weit hinten. Herzlichen Dank. Danke, Frau Schott. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich zu diesem Tagesordnungspunkt Herr Bocklet gemeldet. Herr Präsident, ich bedanke mich, dass es Ihnen gelungen ist, mich zum richtigen Zeitpunkt, Tagesordnungspunkt aufzurufen, mir das Wort zu erteilen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Klaffs-Issenmann hatte bereits ausgeführt, es bedarf einer Verlängerung dieses Gesetzes. Zwei weitere Voraussetzungen wurden darin erweitert. Es hat den Eindruck, dass es auch aus den Fraktionen, Oppositionsfraktionen von FDP und SPD zu diesem Punkt Zustimmung kommt. Lediglich DIE LINKE hat, wie eben dargelegt, ihre Ablehnung begründet. Ich finde in der Tat, ich habe das auch schon bei der ersten Lesung gesagt, ich selbst hatte das Glück, mal einen Tag lang hospitieren zu dürfen bei einem Betreuer, habe ihn einen Tag lang begleitet. Diese Aufgaben sind tatsächlich unfassbar umfangreich. Sie sind, wie ich finde, auch von Bundesebene immer noch nicht so auskömmlich finanziert, wie man sich das wünschen könnte, die Stundenvergütung. Sie übernehmen für den Staat, die Betreuer, unfassbar viele wichtige Aufgaben und sind insofern dann auch betriebswirtschaftlich tatsächlich auch sehr günstig, wenn man überlegt, welche Aufgaben dort übernommen werden.
wenn diese Menschen, die zum Teil nicht gesetzlich mündig sind, wenn sie beispielsweise in einer Einrichtung untergebracht werden und hätten dort professionelle, täglich professionelle Unterstützung, wäre das um ein Vielfaches teurer. Insofern sind die Betreuungsvereine eine sehr, sehr sinnvolle sozialpolitische Einrichtung. Sie machen wertvolle Arbeit. Wir bedanken uns für die Arbeit, die Sie auch tatsächlich für die Menschen und die Gesellschaft damit leisten. Und ich glaube, in einem ersten Schritt verlängern wir dieses Gesetz und alles andere weitere, was für Betreuung und Betreuungsvereine und Berufsbetreuer noch zu tun ist, klären wir zu späterer Stunde. Herzlichen Dank. Danke, Herr Bocklet. Für die Landesregierung erteile ich Staatsminister Grüttner das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin sehr dankbar, dass die Redner aller Fraktionen die Wichtigkeit von Betreuung, aber auch in dem Kontext ehrenamtliche und berufliche Betreuung dargestellt haben und in diesem Kontext natürlich die Betreuungsvereine eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ich will Ihnen ein paar Zahlen sagen, die verdeutlichen, wie sich eine Entwicklung auch in dem Bereich der Vorsorge und dem, wie das Thema auch innerhalb von Familien und Einzelpersonen ist, entwickelt haben, weil nämlich das Thema rechtliche Vorsorge in der Zwischenzeit gesellschaftsfähig geworden sind. Beim zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer sind in diesem Jahr über 3 Millionen Vorsorgeverfügungen hinterlegt worden. Und darüber hinaus gibt es eine nicht einschätzbare Anzahl von Vorsorgevollmachten, die privat bzw. im Rahmen der Familie oder im Freundeskreis hinterlegt worden sind. Also man sieht an dieser Stelle, dass Betreuungsvereine, aber auch Betreuungsbehörden einen wichtigen gesellschaftlichen Auftrag haben. Und beiden Institutionen schreibt eben der Gesetzgeber unter anderem die Aufgabe zu, die Bevölkerung über Fragen der rechtlichen Vorsorge und Betreuung zu informieren und zu beraten. Und im Übrigen das gemeinsam mit dem Justiz herausgegebene Broschüre Betreuungsrecht gehört zu den meist angeforderten Broschüren bei der Hessischen Landesregierung. Sollte man nicht glauben, aber es ist tatsächlich diejenige, die das ist. Das vorliegende Ausführungsgesetz ist schon dargestellt worden und was es auch an Einzelheiten an dieser Stelle mit bildet. Eine der Fragen, die angesprochen wurden, oder zwei Fragen, die angesprochen wurden, auf die würde ich ganz gerne eingehen, aber auch noch einmal unter dem Kontext oder vor dem Hintergrund einer Zahl. Wir haben zurzeit insgesamt 1,27 Millionen Betreuungsverfahren. Davon werden heute immer noch weit über 50% ehrenamtlich geführt. Und an der Stelle sieht man auch die Bedeutung von Betreuungsvereinen und über ein gut funktionierendes Netz an dieser Stelle. Ich habe im Ausschuss und auch bei der Einbringung bereits gesagt, dass auch mit dem Beschluss der Landesregierung zum Haushalt umgesetzt worden ist, eine Erhöhung der finanziellen Zuschüsse in nicht unbeträchtlichem Maße für Betreuungsvereine in Hessen über die kommunalisierten Mittel. Und auch richtig ist, dass im Rahmen der abzuschließenden Zielvereinbarung wir sehr genau damit auch schauen können und müssen, dass die auch entsprechend zielgerichtet eingesetzt werden an der Stelle. Aber mit den zur Verfügung gestellten Mitteln könnten jetzt beispielsweise neue Betreuungsvereine, die entweder schon in Gründung sind, wie im Landkreis Offenbach oder wo es geplant ist, aber auch in Landkreisen, in denen es bisher noch keine gab, gefördert werden. Oder auch dort, wo es einen Betreuungsverein gibt, aber der bisher nicht aus kommunalisierten sozialen Mitteln eine Unterstützung bekommen hat, in Zukunft eine bekommen. Das werden wir an dieser Stelle sehr genau nachschauen und nachhalten in unseren Zielvereinbarungen, die wir mit den Kommunen abschließen, weil an der Stelle eben, und das sehen wir jedes Jahr auch am Hessentag, wenn ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer ausgezeichnet werden, die über viele Jahre hinweg eine solche verantwortungsvolle Aufgabe wahrnehmen. Sie brauchen den Rahmen innerhalb eines Betreuungsvereines, wenn Sie es auf ehrenamtlicher Ebene tun wollen. Und es ist an dieser Stelle eine größere, möglicherweise Nähe auch zu betreuten Personen zu schaffen, als wenn ich über einen richtig festgestellten Betreuer eine entsprechende Betreuung organisiere. Weil in der Fragestellung des Umgangs mit den zu Betreuenden muss natürlich auch immer die Frage von Empathie, von Nähe und anderem mit berücksichtigt werden. Und an der Stelle leisten Betreuungsvereine unverzichtbare Arbeit. Deswegen verdienen sie unsere Unterstützung. Mit dem Ausführungsgesetz schaffen wir den Rahmen und mit dem Haushalt finanzielle Möglichkeiten.
Danke, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der Aussprache anbelangt. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Betreuungsrecht. Wer dem Entwurf seine Zustimmung geben möchte, bitte ich ums Handzeichen. CDU, FDP, Bündnis 90, die Grünen, die SPD. Wer ist dagegen? Die Fraktion der Linken. Damit wird dieser Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben.